Where am I? What is this? Hey, Xavier! What's going on? You again? Right. Can you hear me? Are you alright? Where are you? What's the problem? Equipment trouble? I don't know. I'm getting crazy readings. The coordinates make no sense. I can't pinpoint the position. Hope, are you there? No, no, no. Hope can't hear you or see you. You're invisible. Do you know why? Because we're inside you. Spooky, huh? You mean inside my mind? Yeah, it's a safe place that God can't see. You could almost say it's like, oh, I don't know, an unseen realm. All right, if you say so. But that begs the question, what the hell are you doing in here? I have a name. It's Lumina, and I know a lot about you. You need my advice, and in here we can talk about anything we want. Safe from prying eyes. Prying eyes? You mean Hope? Yep. He might not realize it, but everything he learns gets passed straight on to God. What of it? I don't have any secrets to hide. Oh, right. You're the loyal servant, aren't you? You wouldn't dream of betraying him. And don't worry, okay? Even if I know otherwise, well, my lips are sealed. I have no reason to betray him. Right, right. That's very convincing. Keep those feelings hidden and play the loyal little servant. You want to be as cold as the steel in your sword. You do that, and then no one can guess what's inside. It's true, God can't see into human hearts. But he can read your face and tone, just like anyone else, and make his own guesses. Like I said, I don't have anything to hide. He's promised to bring Sarah back. I'm not gonna do anything that might cause him to change his mind. Why should I? Are you still in there, Lightning? Why are you afraid? Huh? Come on, think about it. We're inside your mind, don't you get it? If you can't be true to yourself here, where can you? I know you haven't changed, 'cause you can't. What the hell are you? We're just particles of dust, brushed from the palm of a god. That's all we ever were. No, wait! That was Sarah. Ich dachte, das war offensichtlich auch für sie, dass das, also, hä? Die Haarfarbe, die Augenfarbe, Zopf. I've got a connection again. Light, what just happened? I was talking to Lumina. Lumina? That girl? What does she want? And where is she now? You didn't hear any of that? No, my sensors didn't pick up a thing. Are you sure she was there? Maybe it was just a dream. A dream? Maybe that's what it was. Right. Teleport complete. In order to infiltrate the Children of Etra's rites, we need to figure out their code. The four numbers. Right, and if we don't figure it out by tonight, another girl will be sacrificed. I don't want that on my conscience. You have to hurry. And stay alert for the Shadow Hunter. Ist das ein Thornberry da drauf? Oh mein Gott, ja. Hast du zufällig irgendwie was zu... Nö, gut. Dann gucken wir mal. Warte mal, komme ich hier überhaupt raus? Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ja, ich gehe erstmal zurück. Ich meine, rein theoretisch ist 6 Uhr.
oder so. Warte mal, den müssen wir töten. Schlecht. Toll. Zerrissenes Leder. Warte, hier ist doch der Weg, oder? Ja. Ich schätze mal, ein Code wird am Glockenturm sein. Hoffe ich. Ein Code, sag ich schon, eine Zahl. Könnte natürlich auch dann hier sein oder so, weil das ist ja. Marschall. Herr Marschall. Sagen Sie doch mal. Achso, nee, ja, danke. Ja, die Frage ist zum Beispiel Südbahnhof. Muss ich da hin? Was macht die Frau da oben? Naja, gut. Gibt's hier ein Update? 903. War es davor 903 oder 907? Ich habe 907 im Kopf. Gehen wir erstmal hier lang. Die Frage ist, werden mir die Zahlen irgendwie angezeigt? Also, dass ich, wenn ich dran vorbeigegangen bin, dass es mir dann angezeigt wird? Gucken wir einfach mal. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang, ja? Hast du vielleicht eine Info? I saw a wall up there. Yeah. With some kind of strange writing on it. It was a number, I think. Wo denn? Okay, ich muss einfach nur in die Nähe kommen. Und dann wird es schon Menschen geben. Was heißt da drüben? You've seen those people in the white robes, haven't you? Ah. They're part of a cult that worships the goddess Cetro. This morning, I saw them heretics messing around near a wall up that way. You know what happened next? A glowing number appeared at that very spot. Don't know if it's some kind of signal or a special code, but you know how girls keep getting killed? Bet you guilt to gruel they're involved. Okay, die Leute sammeln sich da auch. Das macht's in Ordnung. Eine leuchtende 6 steht an der Wand. Ja. Mhm. Was passiert? All right, Hope. Looks like that may be one down. Great. The first of the four numbers we need. You're not done yet, though. Keep looking. We need three more to assemble the complete code. Strange. I thought I spotted someone following you, but my sensors show nothing. Could be our friend, the Shadow Hunter. Maybe he wanted to drop by and say hello. Vielleicht ist Noel der Fünfte. Okay. Die Frage ist halt, kommen wir hier einmal durch? Bestimmt, oder? Ich würde das mal versuchen. Was? Ach, da müssen wir nicht hin. Das heißt, ich versuche einfach hier einmal durchzugehen und vielleicht finden wir dann alles. Mal gucken. Ich bin noch richtig, oder? Yep. Und nebenbei so ein bisschen drauf achten, ob man viele Leute auf einem Platz sieht. Okay. Was? Ja, ich weiß. Ich bin ja dabei. Okay, also eher nicht so Nebengassen, sondern eher da, wo alle sind. Okay. Well-known areas. Das heißt, wir haben Gewerbeviertel, Wohnbezirk, Speicherstadt, Boulevard. Okay, es sind ein paar viele.
Es kann nicht überall sein. Ja, da wird schon nichts sein, wenn sie sagen. Ja. That girl. I wonder if she's all right. No one seems to be taking notice. Hey, are you okay? Are you hurt? If only that were my problem, I would gladly take that over this. Tell me what's wrong. My father's fallen ill. It's bad. He might not make it. I came to the city looking for a remedy I'd heard about. It's sold out everywhere. You checked all the merchants? Well, I found one shop that could make what I needed, but only if I brought them the ingredients. If only it were that simple. But I don't have a guild to my name. I can't get my hands on them. Are you willing to help me? Can you find what I need to save him? Letzter Wunsch. Auf der Stadttempore trifft Lightning Blythe, die händeringend nach einem Medikament sucht, das ihrem Vater das Leben retten könnte. Doch sie braucht die Zutaten für das Heilmittel. Im Gewerbeviertel gibt es nur einen einzigen Laden, der das Mittel herstellen kann. Finde zunächst den Laden. Really? You're going to help me save my father? That shop you mentioned, is it in the area? Yes, the Chocobo Emporium is well known in the commercial district. The Chocobo Emporium? Okay. Warte mal, im Gewerbeviertel, sagt sie, ne? Also, sie ja, im Handels, aber, also, das gerade hieß im Gewerbeviertel, mal gucken. Da wollte ich nicht hin. Aber gut. Ich meine, ich wollte dahin, natürlich. Ich wusste, also hab's ja gehört, also klar. Okay. Oh. Ah, 11 bis 17, okay. Gut. Die Frage ist, heißt das, dass die Codes jetzt immer noch da sind? Also hieß es, ab 6 Uhr sind sie sichtbar oder war es nur um 6 Uhr? Weil um 6 Uhr wäre richtig schwierig, oder? Na, wir gucken mal. Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Hallo. You wanna play? Okay. Elvis Presley Gedächtnisoutfit. So. Hier sind viele Leute. Hallo. Hi everyone. Hier ist keine Zahl. Aber hier sind echt viele Leute. Achso, okay, die kamen alle nur aus dem Haus. Ey, die haben hier so viele Katzen. Aber echt süße Katzen auch. Ist überhaupt eine Katze? Bist du eine Katze? Irgendwie... Ich glaube, da haben Marder und eine Katze ein Kind gezeugt. Ich glaube, das ist passiert. Okay, hier sind wir. Ich nehme die natürlich mit, weil es heißt ja, ich soll die töten. Was ich gern hätte, wäre nochmal eine Attacke, aber darf ich jetzt hier lang? Ich meine, davor war es hier ja so ein Wubbelbubbel dabei, oder? War das, weil es nachts ist oder war das, weil es irgendwie so eine Sperre für den ersten Tag war? Warte mal. Wo geht's hier lang?
Okay, das wäre einfach der andere Weg. Aber ich glaube, hier war das Monster. Kann das sein? Wir gucken trotzdem mal nach da. Oh, hier ist ein Wubbel. Oh. Das Chaos manifestiert sich im plötzlich auftauchenden Chaosherden in der ganzen Welt. Ihre TP, physische und magische Angriffskraft steigen um 50%. Ihre TP regenerieren sich über einen permanenten Regenereffekt. Ihre Bewegungen lassen sich unabhängig von der angewandten Fertigkeit schwieriger unterbrechen. Sie erholen sich schnell von Entkräftungs- und Manipulationseffekten. Lightning erholt sich hingegen langsamer von Zustandsveränderungen. Es ergeben sich jedoch auch Vorteile im Kampf innerhalb des Chaos. Beim Sieg im Chaos gewinnst du mehr Gil, EP und Gegenstände. Besiegst du die Monster im Chaos, löst sich der Chaosherd auf. Wäge die Risiken und Vorteile gut ab, bevor du dich auf einen Kampf im Chaos einlässt. Chaos Infusions are influxes of chaos into the world. They distort time and space and spawn fearsome monsters. Ah, ich weiß. Okay. Warte, das habe ich auch noch nicht angenommen, richtig? Ich habe A gedrückt, aber das hat nicht funktioniert. Dann habe ich B gedrückt und ich muss aber drücken. Were you listening to me? It killed 12 brave warriors. You're just one person and a woman, no less. Wow. But if you really want to fight it, I won't stop you. Eine Frau sagt mir, ich bin eine Frau. Wow. Wenn du das sagst. Hier sind echt viele Menschen. Don't hurt me. Bezirk. Sag mal, warum seid ihr hier so viele? Oh. Eine, zwei. Ich dachte, da steht jemand und sagt mir was. We have two of the numbers. Halfway there. I've got. Did you hear? Oh. Strange glowing numbers have a or so this. No. Ja, danke. Well, now you know. Ach so. South Station. The phone booth. Was? Go see for yourself. Oh. If you're interested, that is. Der hat mich angesprochen. Ich habe ihn nicht angeklickt, deswegen habe ich weggedrückt, aber also, weil ich dachte, ich hätte aus Versehen angesprochen, aber Südbahnhof neben dem Telefon, ja gar kein Problem. Einmal zurück. Ach, tut mir leid, da war ich ein bisschen voreilig. Der gute Mann hatte ja doch irgendwas zu sagen. Was Sinnvolles, meine ich. Gut. Was? Was ist sexy? Mein Outfit? Danke. Danke. Reden die über mein Outfit? Ich meine, es schon gut, aber also... Okay. Gehen wir jetzt erstmal gerade durch. Oh. Ich finde gut, dass man hier Medaillen sammeln kann, damit man Gil bekommt, weil ich habe viel zu wenig Gil. Und ich würde echt gern das neue Schwert und das Schild holen. Aber nun ja. Das glaube ich noch ein bisschen weit weg. So. Achso, nee, das war das Falsche. Hier war's. Okay, Feuer ist schwächer. Das heißt halt, man muss wirklich wissen... Boah, das ist anstrengend. Ich bin verwöhnt von 13.1 und 2, wo das automatisch gemacht wurde. Ich bin dafür viel zu verwöhnt. Okay, was gibt's hier? Eigentlich nichts. Gehen wir einfach erstmal hier lang. Achso, das war das mit dem Chaos. Wo aber gerade noch kein Monster ist. Was der Drache wäre. Okay. Südbahnhof. Das ging ja doch besser als befürchtet. You only need two more numbers to infiltrate the children's graveyard ritual. Halfway there, Light. Ich brauch's Telefon. Eine Hexe? Ich doch nicht. Ah, da, guck mal. Ach, das wurde mir angezeigt, weil er es mir verraten hat. Wow, okay.
9. That's three numbers. Das soll eine 9 sein? One more number and we've got ourselves a code. Hurry, Light. You just need to find one more number before the rites begin. What is it? I don't know. Felt like someone was watching me. Someone I know. Okay. Hast du noch eine Nummer? Should I tell someone? Ja, bitte erzähl mal. Should I just mind my own business? Erzähl doch. Oh, I didn't know anyone was here. I was just talking to myself. See, I have a conundrum. It's about a girl. Isn't it always? But this one, she might be in trouble. It's not what you're thinking. I mean, it's not like she's even my friend, really. I barely know her. Ja, jetzt erzähl doch mal. I should leave it alone. I don't want to involve myself in anything dangerous. I'll probably end up regretting it if I do. Hä? Hey. Okay, gut, dann erzähl's halt nicht. Dann halt nicht. I know exactly what you want, young miss. You're after the password, aren't you? The one that the goddess's followers use. No, no, don't try and deny it. All I'm interested in is the color of your money. I've seen their code, and I'm willing to tell you what I know. For a price. But one thing. The code I saw was on a wall down in the Centrum. So if you've seen it already, then there isn't much point in paying me for it. Nee, das hab ich ja schon. Also, Handelsviertel ist doch das, was, oder? Ich glaube, Gewerbe... Warte mal, hatte ich da schon einen? Ich zahle ihm mal die 500, gell? Ich bin die 6. Ach so, okay, okay, das war... Ja, ja, okay. Alles in Ordnung. Noch einmal mit Gefühl? Ich träume davon, noch einmal mit einem Luftschiff in den Himmel zu steigen. Ich sammle daher schon seit Jahrhunderten Einzelteile aus alten Wracks zusammen. Doch ich kann nirgends ein Gyroskop finden. Im Norden der Wildlande soll es die Absturzstelle eines gut erhaltenen Luftschiffs geben. Doch so weit kann ich nicht laufen. Selbst ein defektes Gyroskop würde mir weiterhelfen. Okay. Ich nehme natürlich alles an. Glasfasern. Okay, ich habe eins. Nee, ich war noch nirgendwo. Today, a great number of let us solve it. Ja, tut mir leid. Da hinten. Hatte sie nicht gerade ein Icon an sich? Okay, Glockenturm. Ich würde gern einmal wirklich da zum Südbahnhof gehen. Nur um zu gucken. Stadtführerin? Are you a tourist or perhaps a pilgrim? I am here to help guide visitors to the sites. Is there any place you'd like to know about? Die klagenden Dünen. The Dead Dunes is a vast desert by the Ocean of Chaos. If you've got faith in your own strength, it might be a place of romance and a little adventure. But travel it from end to end, all you'll find is more sand. Well, that and ancient ruins from who only knows when, I guess. There's a settlement in the oasis, but it is said to be home to wild bandits. The rumors say that they're in search of some legendary treasure called the Holy Clavis. One more thing about the Dead Dunes. It's better to visit at night. There are less monsters than during the day. And it won't be so torturously hot either. Don't forget that. You can get to the Dead Dunes from South Station. Wartet. Was ist da? Wunschtafel. Okay, das ist die Wunschtafel. Ach,
Ich würde jetzt vielleicht doch nicht zum Bahnhof, weil ich will ja nirgendwo hin bisher. Also will ich schon, aber ich würde erstmal den Code suchen wollen. Da, der wackelt schon wieder. Seht ihr? Da hatte man dieses Ausrufezeichen. Gehen wir erstmal den Weg lang, ja? Oh, hallo? I was talking to someone who claimed they saw a mysterious light shining ghostly inside the graveyard outside of town. It was like ghost fire. Was? Boah. Meine Schulter hat geknackt, sorry. Bin gerade unauffällig aufgestanden, damit ich im Stehen weiterspielen kann. Okay, Obsthändler. Step right up. Boah, ich nehme mal... Obwohl, ich brauche gar nichts davon. Tschüss. Wie immer, vielen Dank. Ich kenne dich doch noch gar nicht, hä? nee. Danke. Krämerin? Nee, alles gut. Ich würde... Okay, ich verkaufe einen Heiltrank. Einfach nur, damit ich mal Platz habe. Weil ich habe die Befürchtung, dass ich für die eine Nebenquest das auch machen muss. Ordensmitra. Schön, sehr schön. Wow. Wow, ich habe nicht genug Geld. Warte, ich kann doch verkaufen, oder? Warte. Ich will es haben. Also, kaufen. Blitzstufe 2, das... Ja. Ja, ist noch nicht so wichtig. Okay, dass er das hat. Kampfgarnituren, was haben wir denn jetzt? Also, Verteidigerstufe 1. Ich mag das so sehr, als dass ich es austauschen wollen würde. Kann ich hier einfach mal gucken? Also das ist schon sehr gut. Verwerfen. Wenn ich das jetzt mal angucke, ja? Boah, ist schon viel besser. Okay. Und als das? Okay, Vorhersehung ist halt auch sehr gut. Hm. Ist halt ausgeglichener. Ich würde da den Todesengel hin tun. Blitzstufe 2 und da ist Blitz. Warte mal. Also, wenn ich jetzt hier doch wieder das mache. Ach, Angreifen Stufe 2 ist von dem Kleidungsstück aus. Dann würde es wahrscheinlich Sinn machen, das auszutauschen, auch wenn es das Schönste ist. Nur ja. Schade, aber... Ja, Angreifen brauche ich da eigentlich nicht. Das sollte ich wegmachen. Ich sollte einfach das so haben. Warte, du solltest auf keinen Fall Feuer haben. Ich glaub, jetzt haben wir langsam den Punkt erreicht, wo es gut ist, wenn ich das ein bisschen aufteile. Und du bekommst dann hier noch Feuer hin. Okay. Wiedersehen. Warte, wo muss ich lang? Da muss ich nicht lang, sondern nach... Dort. Gut. Achso, du bist sie wieder? Oh, schön. Hallihallo. Oh nein, was hat sie denn jetzt alles noch? Nein. Verdammt. Eisstufe 2, okay. Mann.
Oh, das ist aber schön. Also, oh, die Liebesspange finde ich eigentlich ganz nett. Aber die Schönheitsspange, ich nehme die da. Kalte Rebellen. Okay, wir müssen uns merken, dass wir noch überall Sachen kaufen müssen. Ich würde gern alles haben. Das heißt, ups. Dir würde ich... Ja, das passt sehr gut. Da auch. Ja. Okay. Danke, tschüss. Dann rechts oder links ist eigentlich egal erstmal. Ich gehe jetzt erstmal dahin. Ich weiß, ich versuch's ja. Ja, ich versuch's ja. Wie viel Mühe die sich gegeben haben, hier sogar irgendwie Straßenmusiker hinzustellen. Aber hat das jetzt was damit zu tun, dass die Zahl in der Nähe ist, weil er jetzt was gesagt hat? Oder ist das random? Die macht keine Musik, schade. Oh. Okay, aber sie singt leider nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal da weiter. Also ich würde... Was natürlich immer noch auch sein kann, ist, dass wir hier rein müssen für die letzte Ziffer. Aber ich würde jetzt erstmal den ganzen Weg ablaufen und dann versuchen, die Nebenquest zu machen. Warte mal, was ist das? Da? Ach, gib den Code. Ja, den Code. Gib den Code. Gib den Code ein. Nee. Können wir ja noch nicht. Okay. My fellow disciples. Blessed are those who know his name. Hallo. What's this? One of the faithful are you? Nun ja. This cathedral here is the home to our precious saint. The saint has... Die redet nur Schwachsinn. Da würde ich ja... Boah, da gehen wir einfach einmal rein, hm? Wenn wir schon da sind, meine ich. Welcome to the Holy District. Müsste hier nicht irgendwo Veneer sein? Warte hier. Oh, von, also man kann raus, aber nicht rein. Okay, okay. Entschuldigung, aber hat jemand Veneer gesehen? Ähnliche Haarfarbe, nur ein bisschen pfirsiger. Pfirsichiger. Egal. Ein Schauspieler? Ich? Ja, klar. Ja, ja. Immer. Entschuldigung, Veneer? Nee, ich wollte nicht Buße tun. Boah, vielleicht muss man hier dann nachdem das Tor zu ist, muss man hier sein, um Veneer zu sehen oder so. Wer weiß. Ich meine, es gibt einen Weg raus, also. Ist das Veneer? Was, Lumina? The clock is your enemy. Find the last number before dusk falls and the children gather for their rites. Ja, warum? Ich dachte, ich kann jeden Tag. How many years has it been now since the saint appeared in this world together with Lumina? The city used to be as the saint signified. Das ist nicht Veneer. Sehr schade. Naja. Aber krass, wie groß die Stadt ist. Also auch diese Kathedrale, die einfach so exorbitant übertrieben groß ist. Interessant.
Okay, dann gehen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Also den Weg, so lang war der ja auch jetzt nicht. Und dann müssen wir eigentlich hier lang und dann gehen wir da lang. Und dann, ja, mal gucken. Dann mal gucken. Aber wieso bist du Dämmer? Also... Naja, mal gucken. Weil es hieß doch, wenn ich die Ziffern gefunden habe, dann sind die auch für die letzten, also die nächsten Tage noch. Naja, wir werden es rausfinden. Vielleicht kann ich sie nur tagsüber eingeben. Vielleicht war das gemeint. Okay. Also dann... geradeaus und dann links. Also ich habe keinen Stamina mehr. Hier lang. Okay, mal gucken. Das wäre doch eine schöne Ecke dafür. Oh. Hallo? Also ich habe ich die Quest vielleicht noch nicht? Naja, die finden wir auch noch. Okay, warte. Schwäche. Ist an. Also normaler Angriff, okay. Okay, da bekommen wir ein Kristall. Was bekommen wir? Blitzstufe 1, okay, das ist jetzt nicht so viel, aber das könnte man synthetisieren. Okay, hier. Ich muss mir halt merken, was sind denn Schutzfäust-Dinge? Haben wir überhaupt schon was zum Anziehen? Nee, ne? Ja, dann würde ich die vielleicht für jedes anziehen, wenn das... Oh. Ja, dann behalte ich das da, damit da auch... Achso, wir... Ja, das haben wir... Nein, das haben wir ja auch noch. Kämpfer. Stirnband. Eigene Handlungen werden seltener unterbrochen. Mache ich hier das Kämpfer. Und hier das Magier-Signum. Okay. Mann. Okay. Die Katze da. Also nee, das wollte ich nicht. Naja, gut. Okay. Dann sind wir da aber auch fast am Ende. Oh, Blitz und Feuer. Na dann.